Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumberjacks Dynasty hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier viele, viele, viele Bretter, die ich da reingestopft habe. Hier ist erstmal nicht mehr allzu viel los. Wir haben keine Baumstämme mehr, die hier durchgehen können. Das hier war eine dumme Idee, wenn ich das richtig interpretieren kann. Aber gut, wir haben jetzt zwei von den Paletten da schon mal stehen. Ist ja auch nicht schlecht. Kann man vielleicht auch noch benutzen. So, dann wollen wir hier auf den zitterigen Trecker steigen. Ich weiß nämlich nicht, ich kann es nämlich nicht wieder einsehen. Warte mal, ich mache die Kamera anders. Das wird mir ganz schwummerig. Das bringt mir jetzt erstmal in Richtung Großhandel, dann ist das weg. Ich bringe ein bisschen Geld für, nicht viel, aber immerhin. Und dann haben wir das schon mal weggemacht. Dann werden wir das Schaf suchen. Dann muss ich mal irgendwann Charlie aufsuchen, weil ich brauche irgendwie genügend Geld, dass dann das aufploppt, dass ich ihn aussuchen kann. Oder ich muss das erste Mal etwas verkaufen. Das heißt also, vielleicht muss ich mir auch so einen kleinen Dings kaufen, so einen kleinen LKW. Was ich aber eher vorhabe, ist mir erstmal Gartenwerkzeug zu besorgen. Ich glaube, dass ich hier oben bei ihm Gartenwerkzeug bekomme und ein paar Säme rein, um ein paar Blumen anzupflanzen. Denn aus den Blumen kann man auch Sträuße machen, mit denen man dann Damen beeindrucken kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Denn eine beeindruckte Dame ist immer eine nette Dame. Wie sagt man das? Nee, happy wife, happy life? Nee, das war sowas anderes. So, oh, ich muss langsam was essen, sagt er. Gucken wir mal. Essen. Was machen wir denn hier schon? Auf dem Trecker schnell mal eine Wurst in den Kopf hier hauen, würde ich sagen. Hm, geht nicht. Dann halt schnell neben den Trecker gesprungen. Dann halt mal hier mal, wenn das ein Wasserverdampfer ist, halt mal ganz kurz mal die Wurst in den heißen Dampf. Und dann ist die Wurst doch wieder dings warm. Haben wir noch einen Honig? Ne, Honig habe ich noch. Habe ich noch Erdbeermarmelade? Habe ich noch Erdbeermarmelade oder Apfelmarmelade? So, Erdbeeren möchte ich erstmal noch behalten, so. Und was hauen wir uns noch rein? Brauchen wir noch 64, 35, Glas Honig. Ach komm, hauen rein. Zack, sind wir jetzt erstmal fett gefressen. Ganzes Glas Honig in Kopf hauen. Da geht was. Das klebt alles zu. So, dann, ja, wie geht's weiter? Achso, hey, Momentchen, sind wir hier beim Händler, ne? Ja, dann müssen wir mal raushopsen hier. Gucken wir doch mal, ob wir jetzt die Gartengeräte kriegen und was die kosten. Wird jetzt nicht allzu teuer sein, hoffe ich. So, hallo. Hi. Willkommen in meinem Laden. Moin. So, was bietest du in deinem Laden an? So, und dann haben wir hier einen Spaten, der kostet nicht allzu viel. Dann haben wir hier eine Hake und wir haben eine Gießkanne, die kostet auch nicht allzu viel. Ich würde sagen, da kaufen wir mal einen davon und einen davon. Ein bisschen Drohne gekauft. Die Drohne gekauft. Nee. Wollte ich gar nicht mit den Spaten kaufen. Verdammt. Na gut, okay, aber wir haben jetzt das Werkzeug. Keine Ahnung, warum das unter Werkzeug nicht aufgeführt wird, aber das werden wir sehen. Das müssen wir dann irgendwie benutzen können. Die Drohne, das finde ich natürlich jetzt, das ist doof. Dass die gekauft haben. Oh Mann. Ich dachte eigentlich, ich hätte den Spaten ausgewählt. Na gut. Gut, ich weiß noch nicht, wozu ich die Drohne benutzen kann, aber das wird sie auch noch rausfinden lassen. Warte mal, muss ich hier rum schon? Bin ich hier nicht überhaupt? Ja, ich muss hier rum. So. Und dann werden wir natürlich dann gleich das Schaf suchen. Da laufen wir aber hin. Also mit dem Trecker fahren, das ist ja, da ist ja wahnsinnig bei. Und wir müssen Christine noch zurückholen. Und jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr genügend Geld, um den Dings zu kaufen, ne? Hatte eben gerade noch genügend Geld, jetzt habe ich es nicht mehr. Naja, gut, egal, das wird sich noch. Upsala. Wer denn her? Da muss ich wahrscheinlich nochmal den einen oder anderen Auftrag erleben. Oder erledigen, damit das was wird. Gut. Wenn wir scharf gesucht haben, dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Und wir haben ja noch 3000 Dollar, theoretisch. Können wir ja noch mit Dings machen. Frage ist, wir dürfen uns wahrscheinlich auch nicht so weit. Ich weiß noch nicht, was so ein Waldgebiet kostet. Ne? Nicht, dass wir ja kein Waldgebiet haben und kein Geld haben. Aber gut, dann kann ich mal eine Woche lang pennen und muss das ganze Obst und Gemüse verkaufen, was ich da ziehe. Vielleicht sind da noch wieder ein paar Äpfel gewachsen. Aber weiß es nicht.
das da? Kann ich gerade mal nicht mehr ummachen. Weiß nicht, was so ist. Ich bin einfach so viel darum, so eine Vorarbeitung oder so ein großes Schild. Ja, vielleicht kann man das noch weiter irgendwann erkennen. So, nee. Also, das sozusagen die Pläne für heute. Das hier verkaufen. Naja, gut, okay. Dann den anderen Rest da verkaufen. Ich weiß noch nicht, wo ich die Spanplatten verkaufen kann. Da habe ich ja nur welche von. Muss ich zeigen. So. Mach's vor auf, aber schneller. Sonst fahre ich euch da durch. Das habe ich bestimmt schon mal erzählt, ne? Das habe ich nämlich schon mal geschafft, mit dem Trecker so vor kaputt zu fahren. Ja. Weil die Konstruktion einfach sehr unsinnig war. Und ich dann, wenn du das Lenkrad in eine gewisse Richtung voll eingeschlagen hast, konntest du nicht bremsen. Weil die Lenkstange unter die Bremse ging. So, jetzt gibt's ein bisschen Geld hier. Naja. Immerhin ein Taui gekriegt hier. Kommen wir wieder runter. So, gut, dann stellen wir uns jetzt hier erstmal vor die Tür und dann werden wir dann von da aus das Schaf suchen gehen. Damit wir die Quest auch fertig haben. Und dann gucken wir mal noch, wo wir vielleicht eventuell, wenn wir mit dem LKW nach Hause fahren oder mit dem Trecker nach Hause fahren, ob wir dann noch so die eine oder andere kleine Sache erledigen können. Könnte ja sein. Ich glaube, ich bin beim Laufen schneller als mit dem Trecker fahren. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. So. Gucken wir mal ganz kurz, wo ist denn das Schafsuchen gewesen? Mission, Transport. Zur Rettung. Finde das verlorene Schaf. Ich wusste mal nicht. War hier unten, ne? Ah, guck mal rein. Was ab? Da gibt's auch einen Punkt. Keine Ahnung, welcher näher dran ist. Dann laufen wir jetzt mit die Richtung. So. Laufen wir das mal ab hier. Vielleicht können wir unterwegs noch ein paar Erdbeeren oder sowas finden. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Oder ein paar Pilze. Ich weiß nicht, was dieses Quatsch kostet, aber hier sind lauter Birken. Oh, guck mal, hier Laubbäume haben wir auch. Schön. Ein Birkenheim. Das ist ja der Grund, warum Weißrussland Weißrussland heißt, ne? Den ganzen Birken hier rumstehen. So. Autschen. Ein Trecker zurück ist ja immer ganz einfach, da klickt man einfach auf der Karte und gut ist. Also, ich glaube, diesen Aufwand werde ich jetzt nicht betreiben, dass wir den immer dahin fahren und geben müssen, wo wir was machen wollen und so. Das hatte ich mir ja mal durchaus als Dings gesetzt bei. Was ist das? Der Händler da. Ja, da können wir eigentlich auch gleich nochmal reingucken. Ob da nicht vielleicht irgendwas ist. Aber Wildschwein, ein Reh rennt hier rum. Und ein Storch. Und eine Pflanze ist hier, aber nirgendwo ein Schaf. So, gut. Ich weiß nicht, wenn ich nachher die Pilze alle habe. Ich weiß auch nicht, ich glaube, die kann ich ja auch verkaufen. Das ist ja eigentlich dann auch nicht schlecht, wenn man die dann... Wenn ich für jeden gebundenen Pilz einen Euro kriege, das könnte dann der fehlende 3-4 Euro sein, die ich dann brauche, um mir... was anderes zu erkaufen oder beziehungsweise vielleicht den Hänger zu kaufen. Ne? Das ist ja immer, jeder Euro ist viel wert. So, kicken wir mal, wo hier noch ein Schaf rumsteht. Hier ist noch was zum Bauen wieder. Natürlich auch interessant hier, dass wir dann hier da vielleicht den einen oder anderen Schuppen reparieren dürfen. Kannst du das glauben? Nein, kann ich nicht. Das ist einfach so typisch. Mhm. Tja, wenn ich es selbst nicht gesehen hätte. Nur in die Richtung, okay. Gut, dann laufen wir mal in die Richtung. Dann muss es hier da hinten irgendwo sein. Das entlaufene Schaf. Bei dem anderen war es ja auch ziemlich weit weg. Muss man ja ehrlich sagen. Ne? Also 500 Meter weg vom Hof oder so. Naja, so ein Schaf hat halt vier Beine. Ne? Das kann halt eben doch schon ein paar Meter gehen, nicht? Das darfst du niemandem erzählen, hörst du? Okay. Ach, da steht's ja schon. Das weiß doch jeder. So, jetzt müssen wir hier mal ganz kurz die Pflanzen erstmal mitnehmen. Okay.
Sind nicht ihm das Schaf? Was soll das Schaf? So. Schöner See hin. Gut, dann bringen wir das mal zurück zum Besitzer. Das sind ja bloß 200 Meter diesmal. Tolles Geheimnis. Was ist hier? Machen wir nur einen Pfad, okay, den man nur oben durchgehen kann. So. In die Richtung sind wir gar nicht gelaufen gewesen, ne? Aber gut. Also, als wir die Mission das erste Mal gemacht haben. Aber jetzt wissen wir, wie es geht hier. Und wir haben hier Locke, haben wir jetzt bei. Oh, keine Ahnung, wie sie heißt hier, ne? Vielleicht kriegen wir gerade gleich raus bei ihm, wie er sein Schaf genannt hat. Komm auf die Tür hier. Hallo? Hm. Geht doch gar nicht rein irgendwie. Hm. Ah ja, hier ist ein Loch im Zaun. So. So, mein Kleiner. Du hast mein Schaf zurückgebracht. Ich danke dir wirklich sehr. Ah ja. So, Chili-Samen habe ich 13 Stück gekriegt. Wir haben 111.000 Sozialpunkte, 60 Euro haben wir gekriegt, 600 Sozialpunkte. Sehr gut. Und magst du mich jetzt ein bisschen mehr? Nö, auch noch nicht so. Spielinformation gespeichert. Naja, bleibt nicht aus. So, gut. Dann hätten wir das. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz auf der Karte. Hier hinten gibt es noch eine Mission Transport. Hier gibt es eine Mission Transport. Hier gibt es unsere Maschine. Und hier gibt es den. Hier oben gibt es so eine Mission Transport und hier gibt es so eine Mission, was? Buschtrimmer. Mission Buschtrimmer. Klingt ja auch schwierig. So, heißt also im Groben und Ganzen, wir werden uns jetzt mal hier in den alten Traktor reinbewegen. Und dann geht's ab. Und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die Hauptmission zu erledigen, momentan. Wo wir ein bisschen Geld verdienen müssen, beziehungsweise bei Oppen ein bisschen was abgeben müssen. Wie heißt er denn hier? Onkelchen, das ist ja nicht offen. Naja. Machst du nichts, ist halt so. Aber da müssen wir gleich ein bisschen Geld abgeben. Oder demnächst irgendwann, wenn wir genügend haben. Vielleicht muss ich auch noch ein Waldgebiet kaufen erstmal, damit ich das abholzen kann. Aber ich werde jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob ich die Drohne nutzen will. Aber da oben sind überall so eine Viecher. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Kräuter und ähnliches. Chilisamen sind natürlich auch interessant, ne? Wenn man Chilisamen hat. Chili, sicher, ich bin nicht so der scharfe Typ beim Essen. Das muss ich auch mal zugeben. So, dann gibt es hier bestimmt ein paar Pilze und ähnliches noch zu finden, wenn ihr schon so wild drin steht. Und Pflanzen stehen da auch rum. Ich sehe sie schon. Ich halte die mal ganz kurz an. Bleibst du stehen, Trecker? Ja, schlecht als recht, aber er bleibt stehen. So, dann gehen wir nochmal durch den Wald hier. Was ist denn wieder los hier rum? So. Guck mal, hier mal schön das Pflänzchen noch. Und dann nix. Ja gut. Kann es ja auch geben. So, dass er nix konnte. Da konnte er nix und wurde Entwickler. So. Wer weiß, wozu man sie brauchen kann. Also da müssen wir ja in die Geheimnisse der Pflanzen und Tinkturen müssen wir uns ja noch einführen lassen, glaube ich, von unserer. War eigentlich noch eine? Hm? Nee. So ein Erdbeere haben wir auch schon wieder. Können wir vielleicht eine Erdbeermarmelade machen? Wie gesagt, Pilze kann man sicherlich auch Maisbieten verkaufen. Ach, da kommt, da ist unsere Erdbeere. Die Erdbeeren esse ich ja sehr, sehr, sehr gern, ne? Obwohl ich sagen muss, heute zum Frühstück hatte ich einen Apfel. So. Und hier auf der anderen Seite standen auch wild rum, ne? Ja, da sind auch ein paar Pilze. Sieht man schon mal. Jo, kannst du mal ruhig eine Runde weg. So.
Hm, das sah eigentlich so aus wie eine Pflanze, die man aufnehmen könnte. Schöne Marone. So. Wald- und Wiesen-Champignon. Natürlich nehmen wir natürlich auch den grünen Knollenblätterpilz mit. Nein, den nehmen wir natürlich nicht mit. Also falls ihr den mal irgendwann seht oder so, ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein Waldchampignon, ist aber keiner. Tödlich. Tödlich. Jeden Pilz kann man einmal essen, ne? Das zweite Mal entscheidet das Glück dann. Naja. So, nee, wollen wir nicht näher darauf eingehen? Also, wachsen die jetzt sicher die ganze Zeit nach, oder? Kann man sich hier auf so einer Pilzstation... Hm? Oh gut, jetzt muss immer langsam hier alles abgeerntet sein. So. Dann wieder auf den Trecker. Rauf auf den Bock. Und weiter geht's. So. Haben wir hier nochmal ein bisschen was gesammelt. Und zwar, was habe ich denn jetzt dabei? 100 Pilze glatt. 7 Erdbeeren habe ich schon. Sehr schön. Also ich denke mal, da geht was mit. Die Erdbeermarmelade auf jeden Fall. Bei den Pilzen. Ich würde ja ganz gerne eine Pilzsuppe machen können oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon neue Rezepte gelernt habe von der jungen Dame, weil die hat mir ja doch gesagt, dass sie mir ein Rezeptbuch gegeben hat, als ich die letzte Aufgabe für sie erledigt habe. Muss man nur mal gucken, ob man da vielleicht eventuell noch eine kriegt von mir. Naja, gut. So. Gut, die Schafsmission, das haben wir. Das wollte ich auch erledigen. Zu dem Fahrzeughändler werden wir wahrscheinlich noch mit dem Bus fahren. Das geht ja auch ganz fix. Wir haben eine Bushaltestelle vor der Haustür. Dann werden wir beim Fahrzeughändler mal gucken, was jetzt das Ding kostet, was wir da brauchen. Also wir brauchen ja den LKW. Ich bin mir nicht sicher, ob der 12 oder 16.000 oder 18.000 sogar gekostet hat. Da waren jetzt nicht mehr ganz so billig. Ja, die Drohne war natürlich doof. Ne? 1.500 dafür ausgeben, dass wir eine Drohne haben. Das war blöd. Aber ich meine, jetzt diese zu verkaufen und dann bis zu 900 für kriegen, ist natürlich auch selten dämlich, aber ja, das ist wahrscheinlich nicht vermeiden. Aber wir können ja mal gucken, wenn wir den Spaten in die Hand nehmen. Dann haben wir direkt bei uns auch einen Kräutergarten. Mit am Hof. Wenn wir den Spaten in die Hand nehmen, ob denn irgendwas passiert oder so. Weiß auch nicht, ob ich den jetzt... hier irgendwann, wenn ich die Werkzeuge durch... Eine Angel haben wir jetzt? Nee. Gut, wie kann ich das denn überhaupt benutzen? Benutze eine Schaufel. Durch eine Schaufel, okay. Und wo kann ich da schaufeln? Aha. Okay. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Dann gucken wir mal. Benutze die Hake. Und einen Haken. Okay. Okay. So. Dann, wieso habe ich zwei Gießkannen? Benutze Gießkanne. Ah, Wasser müssen wir nicht holen. Da verändert sich nichts an der Textur. Okay. Und jetzt haben wir... Ja, was habe ich denn jetzt für Samen? Dann habe ich ja... Ich habe Chili-Samen, aber Chili kann ich wahrscheinlich bloß im Gewächshaus anpflanzen, oder? Warte mal, wir gucken mal. Chili-Samen...
Also hier geht nichts mit den Gurkensamen. Okay. Gut, dann brauche ich andere Sämereien noch. Na gut, okay, das erklärt sich. Aber so kriegen wir Mutterboden hin. Das ist klar. Na ja, gut, okay. Dann haben wir ja schon mal hier ein bisschen... Das ist ja, meine, ist ja egal, ne? Wenn ich jetzt hier so ein paar Blumen pflanze, das sieht ja ganz schön aus. Also das haben wir auch hingekriegt. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt so nochmal mit... Nee, nee. Ja, hier ein bisschen dran. Diese. Habe ich wieder den Inneren getroffen? Schade. Okay, Bretter weg. Nichts passiert. Hm. Na gut. Das ist natürlich auch noch ganz schön fieser Bug, denn, ne? Dass du dann, naja, solche Sachen da hast. Okay, aber das kriegen wir schon mal hin. Wir haben hier auf unserem Hof das Blumenbeet soweit schon mal vorbereitet. Wenn wir jetzt noch ein paar Blumensamen hätten, dann könnten wir da vielleicht auch was mitmachen. Aber gut, das geht nicht. Wir haben auch keine weiteren Quests mehr offen, glaube ich, außer Geschäftspartner. Da müssen wir mal gucken. Was muss ich denn da machen? Weiß ich auch noch nicht. Muss ich hier nicht drin arbeiten, ne? Aber hier arbeitet habe ich doch hier schon mächtig drin. Geschäftspartner. Wie haben wir da jetzt drin? 1300, okay, die können wir wieder verkaufen. So, dann sagt er hier. Hier so ungefähr und dann müssen wir hier fleißig arbeiten. So. Gut. Also, Opachen oder Onkelchen steht nicht da. Wir können hier jetzt erstmal nichts machen weiter. Bleibt so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn wir dann, ich glaube, dann fahren wir eine Runde mit dem Bus auf der Karte und dann besorgen wir uns den LKW und dann verkaufen wir hier mal die Bretter. Da sind ja doch ein paar eingelagert hier. Ja, also hier mal 3 und da mal 18, 11 Pakete. 3300 Dings gibt das. Wir verkaufen erstmal ein paar davon und dann gucken wir mal weiter, was dann passiert. Und ob wir dann die Quest auslösen, weiter auslösen, wenn wir die ersten Bretter verkauft haben. Alles klar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.